And thank you so much for all our participants. I would like to ask Hussein to come and share a few words with us. Hello, guten Tag, mein Name ist Harry. Ich bin Hussein. Ich heiße Hussein, ich komme aus Syrien. Ich bin 21 Jahre alt, bin seit 10 Monaten in Österreich. Ich bin ein Teilnehmer in Griechenland seit einem Monat. Und hier machen wir Kunst und Handwerk. Und wir sind hier nicht nur Arbeitskollegen, wir sind wie eine Familie. Es gibt hier viele Menschen hier zum Besuchen und Schauen und Helfen und Kommen. Und hier zum Beispiel, wir machen hier nicht nur Arbeit, manchmal wir lampen mit den Besuchern, Lampen bauen und wir machen hier Spaß auch, zum Beispiel wir spielen Fußball. Wir tanzen manchmal, wir tanzen arabische Musik oder afghanische oder persische Musik. Und wir, es gibt hier Deutschkurs auch. Wir lernen hier auch gemeinsam. Manchmal, wir kochen auch gemeinsam, manchmal arabische Essen und manchmal afghanische oder persische Essen. Es gibt hier viel Spaß. Ja, und ich bin seit einem Monat hier, seit 10 Monaten, ich bin in Österreich, ich wohne im Tierpflanzenhaus, Marianne ist da. Gott sei Dank habe ich Marianne kennengelernt und sie ist so wie meine zweite Mutter. Ich mag sie sehr. Und sie hat mir sehr viel geholfen. Österreich, ich will jetzt Architektur studieren. Aber davor ich muss B1 Matura haben. Und hier lerne ich jetzt B1 mit meiner Lehrerin. Und in Syrien habe ich Gymnasium fertig gemacht. Wenn ich will hier in Österreich Universität gehen, ich muss mein syrisches Diplom übersetzen lassen. Und ich muss B1 Matura haben. Darauf kann ich mir erst gehen. Aber ich weiß, dass ich kann das schaffen. Ich mag diese Sprache und ich mag Österreich. Und ich will hier bleiben. Ich will hier leben. Weil in Syrien noch einmal, ich weiß nicht, ich kann nicht denken. Und ich weiß, ich glaube, dass Syrien ist fertig. Ich glaube, Syrien kommt nicht so wie ich habe, wie meine Stadt, wie mein Leben ist. Hier kann ich leben. Hier, Gott sei Dank, ich habe ein gutes Leben gehabt. Ich habe jetzt ein gutes Leben. Aber dort, ich habe dort gelebt. Gute Leben, bis dieses Problem kommt in Syrien. Aber danach, wir können nicht dort leben, weil es gibt dort kein Wasser, kein Elektrik. Es gibt dort viele Menschen,
nur brauchen ein Glas Wasser. Und du siehst, ein Kind, zum Beispiel ein Kind, ich habe ein Video gesehen, das Kind sagt vor einem Mensch, bitte seit 3 Tagen, ich habe etwas nicht gegessen. Bitte, nur heute gib mir Essen, morgen, egal, wann ich sterbe oder nicht. Das Kind sagt so. Was hat diese Kind gemacht? Was hat diese Kind braucht? Schule, braucht Park zum Spielen, braucht Freundin, braucht Familie. Es gibt dort viele Kinder, hat keine Familie, keinen Bruder, keinen Vater, keine Mutter. Was er hat gemacht? Warum ist das so? Wegen was? Es gibt viele Land, haben die Tour zugemacht für syrische Menschen oder afghanische oder irakische. Ich rede nicht nur über syrische Menschen, weil andere sind auch, sie sind Menschen. Es gibt viele Land, die Tour zugemacht. Wegen was? Sie sind nicht Menschen? Sie wollen auch leben. Gott sei Dank, Europa hat die Tour aufgemacht und wir sind hingekommen. Aber auch schwer, wenn ein Mensch will, zum Beispiel syrische oder irakische oder andere oder afghanische, will hier kommen. Jeder Mensch kommt zum Mai mehr. In ein Jetboot 40 Leute kommen. In ein Jetboot. Es gibt viele Menschen dort im Mai gestorben. Wegen was? Wegen wollen gute Leben. Und ich weiß. Danke.